er hat nach bestem Wissen und Gewissen diese Mannschaft aufgestellt, wie er das natürlich das ganze Turnier schon getan hat, ist mit allem Respekt in die Hose gegangen. Wir wollen dieses Blamable aus des DFB-Team gerne besprechen mit unserem Reporter Uli Köhler. Der ist momentan vor dem Teamquartier in Vatutinki. Uli, du warst natürlich gestern auch noch mit dabei bei dieser Partie. Hast natürlich auch diese Bilder gesehen von der Mannschaft, wie sie angekommen ist am Flughafen in Kasan. Was für einen Eindruck haben sie auf dich gemacht? War das wirklich nur diese Schockstarre, diese pure Enttäuschung? Es ist natürlich die pure Enttäuschung. Es sind Leistungssportler und die wollen gewinnen, auch wenn man das am Platz nicht gesehen hat. Auch wenn sie die Voraussetzungen einfach nicht richtig gemacht haben. Es geht einfach nicht, wenn du als Weltmeister zu so einem Turnier kommst, dass du dich permanent als Weltmeister fühlst. Und da ist natürlich so eine gewisse Grundüberheblichkeit, eine Selbstüberschätzung mit dabei gewesen, das letztlich zum Aus geführt hat. Das waren keine spielerischen Gründe, das waren mentale Gründe. Das hat einfach im Kopf nicht stattgefunden, diese WM. Und deshalb ist Deutschland ja so blamabel ausgeschieden. Uli, Thomas Müller hat gerade auch gesagt, genau was du auch sagst, peinlich das Ausscheiden am Ende in dieser Gruppe. Semi Khedira hat gesagt, jeder muss seine Schlüsse daraus ziehen. Der Bundestrainer, der wird natürlich auch ordentlich hinterfragt werden, hat seine Zukunft gestern schon noch so ein bisschen offen gelassen. Welchen Eindruck hast du von ihm? Hat er noch die Moral und auch den Kampfgeist weiterzumachen? Es wird in ihm rumoren und es werden sicher auch zwei Seelen in seiner Brust sein. Auf der einen Seite ist es natürlich reizvoll, jetzt den Neuaufbau anzufangen und anzugehen. Aber die Frage ist, will das Joachim Löw selber? Natürlich ist es ihm zuzutrauen. Er hat ja schon mal aus dem Nichts 2004 eine Mannschaft geformt, die dann am Ende den Weltmeistertitel geholt hat, nämlich genau vor 4 Jahren. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon, dass auch Joachim Löw viele Fehler gemacht hat. Also gerade, du hast schon angesprochen, die Aufstellung gestern, wo er plötzlich eigentlich den Neuanfang, den er beim Schwedenspiel hatte, indem er Khedira und Özil draußen ließ, da hat er wieder einen Salto rückwärts gemacht. Gestern waren sie wieder im Team und plötzlich war auch dieser Mannschaftsgeist oder dieser Kampfgeist, der im Schwedenstil herausragend war, wo man gedacht hat, die Mannschaft hat sich wieder gefunden, es geht wieder weiter, der war gestern plötzlich wieder nicht mehr zu sehen. Ob das jetzt genau an den beiden festzumachen ist, ist zu einfach. Denn Fußball ist ein ganzheitliches System. Da hat es von Anfang an nicht gestimmt. Das ging mit der unterschätzten Vorbereitung zu. Dann ging es mit der Aufarbeitung der Özil-Gündoğan-Affäre. Dann ging es hier aus den Lehren des ersten Spiels gegen Mexiko und, und. Also es ist natürlich viele, viele Gründe. Die Quartierfrage, dass er sich mit Oliver Bierhoff hier gestritten hat. Alles kleine Puzzleteile, die aber im großen Ganzen dann einfach zu diesem Desaster geführt haben. Und noch klarer hat es ja Manuel Neuer ausgedrückt. Der hat gesagt, erbärmlich. Uli, und anschließend daran noch, entscheidet der Bundestrainer Joachim Löw selbst über seine Zukunft? Ich bin sicher, da wird mit ihm geredet werden, aber letztlich hat er einen Vertrag noch langfristig und da wird er schon selber entscheiden. Aber ich glaube, Joachim Löw ist natürlich so gescheit genug. Er wird das Gespräch suchen mit Herrn Grindel und natürlich auch mit Oliver Bierhoff. Die wollen, dass er weitermacht. Wie das dann in ein paar Tagen aussieht, sei mal dahingestellt. Also natürlich hat Joachim Löw hier die Verantwortung zu tragen, aber im Endeffekt waren es die Spieler. Er hat halt einfach sein eigenes Prinzip leider außer Kraft gesetzt. Er hat immer gesagt, die Mannschaft, die die WM gewonnen hat vor 4 Jahren, die wird hier den Titel nicht verteidigen. Er hat aber dann aus einem Bauchgefühl heraus und aus alter Verbundenheit und was weiß ich was ähnlich viele Spieler spielen lassen. Im Auftaktspiel gegen Mexiko 8 Mann, das war ein Fehler. Der Neuaufbau, den er ja wunderbar eingeleitet hatte mit dem Confed Cup Sieg und jungen Leuten vor einem Jahr, das hat er letztlich nicht fortgeführt und die Quittung dafür bekommen. Ja, hinterher ist man immer schlauer, sagt man ja auch so schön. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Uli, erstmal vielen Dank an dich. Du bleibst natürlich vor Ort. Wir sind, liebe Zuschauer, auch gleich wieder für Sie da. Und wir wollen natürlich auch nicht die Abfahrt des Mannschaftsbusses dann eben von diesem Teamquartier in Vatutinki Richtung Moskauer Flughafen verpassen. Also große Enttäuschung überall zu sehen und die deutsche Nationalmannschaft ist ja noch in Moskau ab 9.45 Uhr, also eigentlich jetzt soll es dann losgehen Richtung Flughafen, wo dann der Flug ansteht, zurück in die Heimat. Uli Köhler, der wartet vor dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft. Uli, du warst ja gestern auch mit dabei, hast die Nationalspieler auch befragt. Wie war die Stimmung bei den Protagonisten direkt nach diesem Ausscheiden gestern?
kannst dir vorstellen, Peter, wie das war. Das war natürlich Begräbnisstimmung als par excellence. Hinter mir das Tor übrigens noch zu. Also jede Minute wird die Mannschaft kommen. Und das ist dann der letzte Auftritt hier bei dieser Weltmeisterschaft. Und der letzte auf dem Feld war ja auch echt relativ überschaubar. Es war eine einzige Katastrophe, wenn wir uns noch mal vor Augen halten. Südkorea, also die hatten bisher noch kein Spiel gewonnen. Dass sie am Ende gewonnen haben, geschenkt. Ja, aber dass wir gegen diese Mannschaft kein Tor geschossen haben, das ist echt mehr als bitter. Also die konnten ja gar nicht richtig Fußball spielen und dann nur das Tor nicht treffen. Also das war natürlich herausragend in die negative Richtung. Auf dem deutschen Bus übrigens steht Geschichte schreiben. Ja, die haben sie geschrieben, aber leider in einer anderen Richtung, als es grundsätzlich mal vorgesehen war. Und du weißt ja selber, wir wollen immer auf die Gründe eingehen. Da gibt es viele, vielfältige und es hat sich irgendwie angedeutet. Uli, wenn wir auf die Gründe gehen, vor allen Dingen mal auf dieses Spiel von gestern, was ja wirklich nach wie vor kaum zu greifen ist. Wenn man auch mal da auf die Bilanz schaut, der Bundestrainer hat 20 Spieler eingesetzt in der Vorrunde. Der Einzige, der nicht zum Einsatz kam, war Ginter. Gestern auch 5-mal gewechselt. Warum hat der Bundestrainer das gemacht nach einem Spiel gegen Schweden, was ja einigermaßen klappt und wo man das Gefühl hatte, dass da jetzt gerade was zusammenwächst? Er hatte anscheinend ein Bauchgefühl, das ihn allerdings dann doch misslungen ist. Es ist zur Magenverstimmung geworden, dieses Bauchgefühl. Und ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, denn er hatte ja genau nach dem ersten Spiel einen schon sehr zentralen Wechsel angeordnet. Wenn Mesut Özil und Sami Khedira die Mittelfeldzentrale verlassen, weil sie raus müssen zum Schwedenspiel, dann ist das schon ein Hinweis des Umbruchs und ein Hinweis dessen, was er ja immer gesagt hat. Ich werde mit der Mannschaft von 2014 den Titel nicht verteidigen können. Es war immer sein Credo, das ganze Jahr über. Und dann spielen im ersten Spiel gegen Mexiko plötzlich 8 Mann aus der WM-11. Ja, dann der Wechsel zum Schwedenspiel. Und darum hat es ja niemand verstanden. Also gut, das Schwedenspiel war jetzt spielerisch auch keine Offenbarung, aber es war zumindest mentalitätsmäßig ein Top auf Top-Niveau. Da hat die deutsche Mannschaft endlich wieder das gemacht, was sie auszeichnete, nämlich Herz, Leidenschaft, Passion, das war alles mit dabei, Hingabe. Ja, alles war in diesem Schwedenspiel mit drinnen. Und darum umso unverständlicher, dass er dann die alten Protagonisten für das Spiel gegen Südkorea wieder zurückholt. Wahrscheinlich hat er gedacht, ja, die sind so verdient und sind vielleicht auch noch gute Spieler. Da können die sich wirklich einspielen. Da haben sie jetzt eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man Südkorea unterschätzt hat. Die können schon verteidigen. Diese Überheblichkeit des Weltmeisterseins hat sich eigentlich durch die ganzen Jahre hin durchgezogen, besonders durch die Vorbereitung durchgezogen. Und das war einfach die Selbstüberschätzung, an der die deutsche Mannschaft gescheitert ist. Es ist letztlich nicht am Spielerischen gescheitert. Natürlich auch, wenn man es dann gestern gesehen hat. Aber der Kopf muss erst mal da sein, dann klappt es auch mit dem Spiel. Und wenn der Kopf aussetzt und er hat einen Generalaussetzer gehabt, dann geht halt einfach nichts voran. Uli, also taktische Fehler und auch, was die Aufstellung betrifft, bei Joachim Löw festzustellen. Welche Rolle hat das Quartier gespielt, Watutinki, im Vergleich zu Campo Bahia, was so oft nochmal hervorgeholt wurde, dieses Quartier in Brasilien, wo alles gestimmt hat? War das natürlich ein Schritt in die falsche Richtung? Welche Rolle hat dieses Quartier gespielt? Es gibt viele Kleinigkeiten, die dieses Puzzle des Scheiterns zusammenfügen. Eines dieser Puzzleteile ist auch das Quartier. Warum? Weil sich auch Joachim Löw und Oliver Bierhoff darüber zerstritten haben. Schon im Vorfeld war klar, Joachim Löw würde gerne nach Sotschi gehen. Da hat er mit dem Confed Cup einen großen Erfolg gefeiert. Und auch die ganze Atmosphäre, das Klima, die Chemie hat dort gestimmt, bedingt auch durch äußere Umstände, nicht nur alleine. Und natürlich darf das Quartier keine Ausrede sein, wenn man scheitert bei einer Weltmeisterschaft. Aber es geht heute im modernen Fußball um so viele Kleinigkeiten, die zusammenpassen müssen. In Brasilien hat es perfekt gepasst mit dem Campo Bahia. Hier nicht in Watutinki. Das war natürlich am Ende der Welt außerhalb von Moskau. Da, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Da konnte schon mal keine richtig gute Teamstimmung aufkommen. Auf der anderen Seite gab es auch andere Voraussetzungen. Also man hat komplett unterschätzt die
die schlechten Spiele in der Vorbereitung. Mats Hummels hat ja gestern gesagt, 2017 das letzte wirklich gute Spiel gemacht. Das wurde unterschätzt, auch von Joachim Löw. Auch er war der Meinung, dass die deutsche Mannschaft eine Turniermannschaft ist und auf den Punkt sich konzentrieren kann. Und dann wird schon klappen. Und alle Vorzeichen, alle Warnsignale wurden ignoriert. Natürlich ist man im Nachhinein immer gescheiter, aber auch da hat der Bundestrainer sicher einen Fehler gemacht und die Mannschaft auch. Auch da ist natürlich so eine Selbstüberschätzung dabei, wie wir sind Weltmeister, Quatsch, diese blöden Vorbereitungsspiele. Wenn es darauf ankommt, können wir schon. Sie konnten es eben gerade nicht. Und auch der Bundestrainer hat natürlich Schuld dabei. Er lebt ja auch so eine gewisse Lässigkeit vor. Das mag zum einen natürlich ganz cool sein, bringt auch Ruhe in die Truppe, aber als es dann wirklich wichtig war, Körperspannung aufzubauen, da war der Bundestrainer immer noch relaxed und da hätte er eigentlich schon ein bisschen besser hinschauen müssen. Und jetzt, glaube ich, geht das Tor auf, bekomme ich zumindest ein Zeichen und dann gehe ich doch mal aus dem Bild. Es geht nicht auf, aber es geht gleich auf. Also ein bisschen haben wir noch, dann werden Sie gleich hier rausfahren und dann werden Sie über all diese Dinge dann... Dann Peter, dann werden Sie über all diese Dinge nachdenken müssen, diese Vorzeichen, die Sie missachtet haben. Und die Spieler selber natürlich auch. Und wenn ich dann so einen Toni Kroos, da, wenn ich noch fertig machen darf kurz, Toni Kroos anschaue. Es war ja nicht nur Sami Khedira und Mesut Özil, die in der Schaltzentrale, wenn man nur davon ausgeht, ihre Leistung nicht gebracht haben. Auch Toni Kroos. Es ist natürlich verständlich, wenn du dreimal hintereinander die Champions League gewinnst und Weltmeister bist, dann kommst du natürlich gerade in Persona Toni Kroos, der sowieso eher so ein ruhigerer Vertreter der Fußballgilde ist, dann wirst du da eher ein bisschen bräsig, ein bisschen nachlässig. Auch er ist einer derjenigen, den es getroffen hat. Auch er hat nicht seine Leistung hier gebracht. Und jetzt geht es wirklich auf das Tor und wir schauen mal rein. Lieber Peter, ich weiß ja nicht, was euch zu Hause dazu alles eingefallen ist, aber wie gesagt, es ist schon bitter, wenn man sieht, dass die deutsche Mannschaft ein super Reservoir an guten Spielern hat und dass sie es einfach nicht auf den Platz bringt, ganz allein, weil der Kopf nicht mitspielt. Uli, wenn man es zusammenfasst, was du jetzt auch gerade nochmal zusammengetragen hast, also Fehler auch von Joachim Löw, was die Taktik betrifft, erstes Spiel zum Beispiel gegen Mexiko oder auch die Aufstellung, wo er sich verzockt hat, dann diese Streitigkeiten mit Oliver Bierhoff, was das Quartier betrifft. Deine Einschätzung ganz kurz, weil es ja gestern auch zur Disposition stand. Glaubst du, dass Joachim Löw weitermacht? Das werden wir jetzt mal schauen. Jetzt schauen wir mal hier vorne, sitzt da drin. Nee, vorne oben sitzt da links natürlich Joachim Löw und die ganze Truppe, starre Gesichter, wenn ich das richtig gesehen habe. Geschichte schreiben, ja, die Geschichte ist nicht so gelaufen. Aber die Schikane nehmen sie wenigstens noch perfekt sehr hier gut. Vor dem Mannschaftsquartier. Am Busfahrer der Busfahrer ist motiviert gewesen, das haben wir auf ihn, haben wir schon mal gesehen. Ja, also die Gesichter sprachen Bände, die wir jetzt gesehen haben. Heute waren die Scheiben auch gar nicht so verdunkelt wie gestern irgendwie. Heute hat die Sonne so drauf geschienen, damit wir es auch wirklich mitbekommen haben. Ja, jetzt mit dieser Abfahrt ist das Unternehmen Weltmeisterschaft Geschichte für Deutschland. Und das ist bitter oder, um mit Manuel Neuer zu sprechen, erbärmlich. Ja, Uli, nochmal zurück zu der Frage. Was glaubst du, Joachim Löw, macht er weiter? Ja oder nein, hat er einen Vertrag bis 2022? Er wird sich's gut überlegen und es wird sicherlich auch innerhalb des DFB Diskussionen darüber geben. Zum einen hat er natürlich unglaubliche Erfolge. Er hat den deutschen Fußball ja aus dem tiefen Loch des Rumpel-Daseins befreit und hat ihn zum WM-Titel geführt. Auf der anderen Seite sind nun seit 2004 14 Jahre vergangen und vielleicht ist es auch Zeit für einen Wechsel. Das wird auch Joachim Löw sehen, denn er hat die Mannschaft ja dann auch nicht mehr so erreicht, dass sie diese Leidenschaft einfach auf den Platz bringen konnte oder hat die falschen Entscheidungen getroffen. Auf der anderen Seite kennt er sich ja auch mit dem Neuaufbau. Er hat das ja schon einmal gemacht. Es ist ihm auch zuzutrauen, dass er es schafft. Ich glaube eher, es wird an ihm liegen. Traut er sich's noch mal zu und will er sich's antun? Denn diese Niederlage oder diese Pleite hier von Brasilien, die wird ihm immer nachhängen. Bei jedem Neuaufbau und bei jeder Wackelei im Neuaufbau wird man immer daran erinnern, ist ja schon mal gescheitert. Und dass er den WM-Titel geholt hat, tritt dann zu Unrecht natürlich, aber irgendwo verständlich in den Hintergrund.
Uli, dann sagen wir vielen Dank für deine Einschätzung zum Thema aus der Nationalmannschaft. Das Ganze historisch, Geschichte schreiben, hast du gesagt, stand auf dem Bus, haben wir uns anders vorgestellt. Die Geschichte, die geschrieben wurde, die ist dann eher auf den negativen Seiten zu finden. Also vielen Dank, Uli, nach Moskau. Und wenn es mit dem Fußball schon nichts wird, dann schauen wir zum Tennis.